Guten Morgen, L.A. Der Bruder macht das Auto ready. Ja, wie geht's Ihnen heute Morgen in Los Angeles? Moin, moin, Leute. Moin aus Los Angeles. Genau, richtig. Mir geht's ganz gut. Wir haben gut geschlafen heute, oder? Ja, ich finde auch. Die Betten waren gemütlich. Die Betten waren super. Wir fahren jetzt direkt kurz frühstücken, oder? Und dann zu Warner Brothers Studios. Ja, wir brauchen ja ein paar Skills für die nächsten Videos. Wir wollen uns einiges abschauen. Obwohl, eigentlich haben die uns hier eingeladen, ne? Die haben gesagt, hör mal, ihr seid so krass, als könnt ihr uns da vielleicht den einen oder anderen Tipp aus Deutschland mitgeben. Dann haben wir gesagt, ja, guck mal, wenn wir schon mal hier sind, kann man noch von machen uns wir doch gerne. Machen wir gerne. Ich meine, man sollte teilen, wenn man in demselben Business ist. Richtig, da hast du recht. Die eine Hand wäscht die andere. Jo. Wir warten nur noch auf Given. Der hat wieder mal seine Handtasche vergessen, glaube ich. Und ja, ich denke, wir... Der war gestern einkaufen bei Victoria's Secret. Kein Product Placement, aber ja. Der hat wieder seine Handtasche vergessen. Ja. Unglaublich, der Given. Wir sagen, ab zum Frühstück. Wir befinden uns gerade auf dem Warner Brothers Parkplatz. Das mit dem Frühstück wurde nichts, weil wir haben mal den wieder, Stau ne? nicht mit einkalkuliert. Und die Jungs, die holen uns was zum Essen. Die holen uns jetzt was zum Essen. Yo, what up? What up? Welcome, guys. How you doing? Good, good. And you? Can I see the tickets, please? Yeah, just give me a second. Yeah, for sure. Yeah. Thank you. Let me see. Can you check it out, please? Die haben gerade unser Ticket jetzt genommen. Ja, wir können sie checken ab. Hoffentlich fällt das nicht auf, das wurde gefälscht. Guck mal, da gibt es Chicken Avocado Sandwich. Avocado? Das andere ist spicy, grilled, aber ich glaube, du hast keinen Bock auf spicy, weil Arsch brennt. Läuft die Kamera? So. Ja. So, Frühstück konnten wir leider nicht filmen. Wir sind wie immer zu spät gewesen. Aber wir haben es noch geschafft, oder? Ja. Zum Glück haben wir es noch geschafft. José ist am Chillen. Heute hat José Urlaub, der darf mal mitkommen, die Studios. Genau, wir sind hier im Warner Brothers Studios. Ich glaube nicht, dass ich euch nochmal erklären müsste, was jetzt die Warner Brothers Studios sind, aber nochmal für ganz Blöde. Ich gebe euch mal ein kleines Beispiel, welche Filme oder Serien hier gedreht wurden, zum Beispiel von den 70er oder 80er Jahren. Unter anderem Clint Eastwood oder Blazing Saddles, weiß ich, ob euch das ein Begriff ist. Des Weiteren wurde ja auch zum Beispiel Matrix gedreht oder The Dark Knight von Batman. Unter anderem auch kleine Filme wie, ich habe das alles auswendig gelernt, nicht von da abgelesen oder so. Ja, also hier werden die Serien aufgenommen, die Filme aufgenommen, also alles, was von Warner ist, wird hier aufgenommen. Ja. Korrekt? Also ich sehe es auch jetzt in meiner Jugend, in den 30ern, 40ern, Little Caesar. Boah, das habe ich als kleiner Junge, aber ich bin immer reingezogen. Bei mir war es Bonnie und Clyde, da war ich schon 40 Jahre alt, das war 1967. So, wir warten jetzt nochmal hier etwas und zeigen euch das Ganze mal von innen. Keiner weiß, was er macht. Der schaut einfach durch die Gegend. Wir beobachten gerade José in seiner natürlichen Umgebung. Er ist gerade auf dem Jäger-Modus. Wie Sie sehen können, ist er hochkonzentriert. Er ist ruhig. Er hat uns bemerkt. Er hat uns entdeckt. Scheiße. Aber ganz ruhig. Ja, doch nicht. Wenn man keine rückartigen Bewegungen macht. Spider-Man-Fan, Pio hat Peter Parker Mary Jane geküsst, kommt rüber. Ihr wisst genau, wo alle weggeschaut haben. Diese Blätter und diese Bäume, die ihr sehen könnt, also die Blätter von den Bäumen, sind alle fake. Die kann man quasi abmachen, falls man eine Winterszene braucht und dann wieder beliebig dran machen. Das ist so krass. Immer wenn eine Pause gemacht wird, wird die Klimaanlage angemacht. Das ist so professionell, das ist unglaublich. So in Full House and Fuller House, both those shows take place in San Francisco. Right over here around the corner, you'll see the house with the red door. That's the outside of the house from Fuller House. Full House House. That's the Fuller House home. Another we'll Full House. Fuller House. Von Fuller House. We have fans of Shameless in this group. 93. Brother, poule, loco, banane. Le rap, c'est haram.
Genozid sur ces negros, je verrai Boko Haram. Du hast gerade gesagt, dass wir einer der ersten Menschen sein werden, die einige Szenen, die einige Sets vom Film Wonder Woman sehen werden. Warum sind wir die ersten? Einer der ersten? Weil der Film brandneu ist. So que tu ne crois, nouveau riche, mal Lamborghini après. An alle Superhelden-Freaks. Hier sind die echten Kostüme der Superhelden. Wir dürfen keine Fotos mit Blitzlicht gemacht werden, damit die Kostüme keinen Schaden davon tragen. So, jetzt werden wir erfahren, zu welcher Schule wir gehören bei Harry Potter. Und zwar bekommt man den Hut aufgesetzt und dann hört man, zu welcher Schule man gehört. Okay, so, Gwen ist jetzt erstmal dran. War das nicht die Lucha? I'm too fat. Aha, your price is for me. With your intelligence, it's clear that you fit right in with Ravenclaw. Ich gehöre zu Raven. Spaß. So, Musa, bist du bereit für die ganze Sache? Ich bin bereit. Your cunning is matched by fear. Yes, no question here. You belong in Slytherin. Bah, ekelhaft. Schlecht, du. Egal. Falsche Schlange, egal. Du. My glass full of Henny. Hands on my semi. Automatic kill for pennies. Broke the contact. Get some loud multiply. Soon as I open fire. Niggas die with open eyes. Scared to take a nap. It's a trap. A long maze. Man, I get the stacks. Make it scratch the wrong way. So I'm safe. We murder motherfuckers daily. Blackout. Blow the track out. My lyrics never fail me. I inhale strong weed to release the stress. Deliver the bomb shit from the east to west. Like, yeah, yeah. Niggas pull out when I say so. From Mr. Poppin', motherfuckers copying fatal. Efficiently, I delete and flee. The art of war, live the sucker free. Get with me, nigga, just don't show. Der erste Wagen von Batman. Das allererste Batmobil. Ellen does get conducted right over here. That's where all the interviews take place. Those of you that watch the show, you know that Ellen likes to scare people. So, und jetzt sind wir auch schon auf Walk of Fame angekommen in Hollywood. Sorry, dass ich hier noch etwas am Essen bin. Wir brauchen auch noch ein paar Vitamine, die wir zu uns nehmen müssen. Genau, bei den ganzen Burgern, Alter, da wird man schon richtig. Halt's mal. So, wir zeigen euch jetzt ein bisschen, was hier so abgeht. Hier machen die Leute die berühmten Bilder von den Sternen. Das ist der Walk of Fame. Hier sind sehr, sehr krasse berühmte Personen drauf. Hier ist Spears. Schau mal hier. Antonio Banderas. So, das war ein kurzer Prozess am Walk of Fame. Hey, warum steht dein Name nicht drauf? Du bist auch Fan. Vielleicht ist da schon was in Planung. Oh. Okay, so, wir befinden uns jetzt. Ey, kannst du mal aufhören zu reden, wenn ich hier meinen Blog aufnehme? Dieser Bus wird sich Richtung Hollywood Sign bewegen, oder? Beverly Hills. Yes. Hollywood Sign auch? Yes. Beverly Hills und was noch? Yes. Okay. Auf jeden Fall werden wir jetzt sehen, wo die ganzen Bonzen wohnen. Und vielleicht Musi auch bald. Ist da was in Planung? Es ist unterschrieben. Mehr sage ich. So, ich würde sagen, viel Spaß mit diesen krassen Aufnahmen. Und wenn es etwas zu erzählen gibt, werde ich das tun. Viel Spaß ansonsten. Peace. Alright, so in 1923, that sign originally said Hollywood Land. I believe having... That's the glass house from Lethal Weapon, part 2. Joe Pesci, remember? Four pushy...
Ihre Meinung? Wie sieht's aus, also GTA-mäßig? Also jetzt gerade bin ich wirklich sehr geflasht. Ja. Ja. Ja.